Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge vom Marvel Talk und heute geht es um Civil War. Hallo, da sind wir auch wieder zurück. Ich habe mit viel Geld und Überredungskunst Jan doch nochmal überzeugen können, beim Marvel Talk mitzumachen. Er hat sogar seinen Lieblingsschuh mitgebracht. Ich habe immer meinen Lieblingsschuh dabei. Ja, der bringt ihm Glück. Glaube ich. Heute geht es um Civil War oder wie ich ihn nenne, Avengers 2,5. Und das ist ein Film, den ich tatsächlich sehr schätze. Unter anderem wegen der Optik, der tollen Action-Szenen und auch wegen der Handlung, besonders wegen des Konflikts zwischen Captain America und Tony Stark. Ja. Du darfst auch weiterreden. Oder muss ich dir dafür mehr Geld bezahlen, dass du mir jetzt ein Wort sagst? Ja. Nee, es ist ein, tatsächlich für mich auch Avengers 2,5. Heißt wahrscheinlich Civil War, weil die dort nicht mehr wirklich miteinander kämpfen, sondern eher gegeneinander. Durch einen sehr guten Bösewicht, wie ich finde, dessen Namen ich vergessen habe, auseinandergetrieben wurden und quasi ja, ihr eigenes Ding erstmal dann durchziehen müssen, ne? Mhm. Wir haben auch neue Charaktere, mit denen wir bekannt gemacht werden. Also einmal Black Panther taucht auf, der schon mal eine kleine, aber auch wichtige Rolle zu spielen hat. Und Spider-Man ist zum ersten Mal im MCU dabei, was ein großes Echo hervorgerufen hat, weil viele diesen Charakter lieben. Ich habe nichts gegen Spider-Man, also ich finde ihn ganz cool, aber er ist nicht einer von meinen absoluten Lieblingshelden. Trotzdem fand ich es gut, wie er in den Film integriert wurde. Gerade halt die Interaktion mit Tony finde ich sehr, sehr gut. Diese Mentoren, Azubi-Kombination nenne ich es mal. Und Tom Holland, finde ich, spielt Spider-Man auch großartig, obwohl er eigentlich deutlich älter ist, als Spider-Man in dem Film dargestellt wird, nehme ich ihm diese Jugendlichkeit absolut ab. Tatsächlich nennt ihn Doctor Strange sogar später Azubi. Oder ganz Praktikant ganz oder sowas. Ja, genau. Ich finde es sehr schön, dass man bei Spider-Man dieses Mal auf eine Origin-Geschichte verzichtet. Hm. Ich habe nicht Lust, schon wieder zu sehen. Also Spider-Man, der Solo-Film, kommt jetzt dann noch, aber ich meine, hier wird er vorgestellt. Und ich finde das sehr, sehr gut, wie er quasi reingearbeitet wird, indem Tony zu ihm nach Hause kommt und ihn dann fragt, das bist doch du auf dem Video. So. Und dass seine Tante auch ein bisschen verändert wurde quasi, sag ich mal so. Also es wurde alles ein bisschen anders interpretiert, sag ich mal. Also so, dass man nicht denkt, habe ich schon mal gesehen, sondern dass alles so eine Frischzellenkur bekommen hat. Muss ich auch sagen, das mochte ich selber. Ich hätte jetzt wirklich nicht nochmal sehen müssen, dass Peter Parker von einer Spinne gebissen wird. Also das hat jetzt, glaube ich, auch der allerletzte Mal kapiert. Deswegen fand ich das klasse, wie er eingeführt wurde und auch noch nicht die ganz, ganz große Rolle in dem Film gespielt hat. Er wird ja später dann wichtiger mit seinem eigenen Film. Ja. Und bei Infinity War spielt er auch nochmal eine entscheidende Rolle. Aber so wurde er eingeführt, ohne zu prägnant zu sein und ohne den eigentlichen Hauptcharakteren, nämlich das sind ja Captain America. Es ist ja eigentlich ein Captain America-Film, aber ich finde, dass Iron Man mindestens gleichwertig ist in dem Film. Ja, auf jeden Fall. Den hätten sie gar nicht Captain America nennen müssen oder The First Avenger. Aber wie gesagt, wahrscheinlich, weil die eben nicht mehr zusammenkämpfen. Gut, die hätten auch einfach Iron Man nennen können. Iron Man 4. Ja, also dafür, dass dieser Film First Avenger heißt, hat er gar nicht die meiste Screentime, glaube ich. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar Tony. Ich habe jetzt auch nicht die Minuten gestoppt oder nee, so weiter, aber dennoch ist mir Tony mehr im Gedächtnis geblieben, weil ich finde, die schauspielerische Leistung von Robert Downey Jr. in dem Film ist einfach großartig gewesen. Auf jeden Fall. Der hat sich so hervorgetan, dass ich die ganzen Szenen mit ihm echt immer noch gut präsent habe, während die Captain America-Szenen mehr so, sind das, sodass ich auch mehr auf der Seite von Tony bin, obwohl ich die Standpunkte von Captain America gut nachvollziehen kann, dass er weniger Regulation haben will oder beziehungsweise gar keine haben will und eigenmächtiger handeln will. Normalerweise bin ich auch mal so, yay, Freiheit und so weiter. Aber dadurch, wie intensiv Tony dargestellt wurde, habe ich gedacht, okay, ich kann seinen Standpunkt auch nachvollziehen und bin auch in Teilen irgendwie auf seiner Seite. Genau, also man muss ja sagen, das Ganze nimmt ja Bezug auf Age of Ultron. Auf Sokovia, wo
jetzt ja gesagt wird, oder wo den Avengers erstmal aufgezeigt wird, was die alles zerstören. Und danach gehen die einfach nach Hause. Deswegen muss es Grenzen geben. Hm. Und Tony ist für diese Grenzen. Er sagt ja auch, wenn wir keine Grenzen haben, sind wir nicht besser als die. Hm. Also als die Bösen. Und ja, dieses Patriotendenken von von Cap, das zwingt ihn ja schon dazu zu sagen, nee, ich halte mich nicht an diese Regel, ich möchte quasi immer dann raus, wenn es irgendwem schlecht geht. Also er versucht ja immer, das ist ja auch so sein Lebensinhalt. Ja, Anstoß für diese ganze Geschichte war ja nicht nur Age of Ultron, sondern auch die Anfangsszene in dem Film, wo Scarlet Witch versehentlich ein Hochhaus zerstört und dabei viele Menschen zu Schaden kommen. Und man sieht auch, dass sie das völlig entsetzt und mitnimmt, dass sie sich auch zurückzieht, dass sie gar nicht mehr mitmachen möchte, weil sie auch bemerkt, dass ihre Kräfte nicht nur helfen können, sondern auch sehr zerstörerisch sind. Und zu dieser Szene muss ich sagen, die war mir ein bisschen hektisch. Es gab ja die Kampfszene mit Verfolgung und die Kamera war sehr, sehr unruhig, was mich gerade, wenn man 3D guckt, etwas gestört hat. Die Szene wurde dadurch dunkler, noch ein bisschen verwaschener, sodass ich teilweise wirklich völlig den Überblick verloren habe, wer gerade wen jagt und mit wem kämpft. Das splittet sich auch ganz schön auf, ne? Also Cap sucht ja Crossbones, um gegen den zu kämpfen. Natasha ist unterwegs, um diese Ampulle zu finden. Falcon ist auch noch mit dabei, Falcon mit seinen kleinen Drohnen. Genau, es ist schon ganz schön, und dann vor allen Dingen auf diesem hektischen Markt. Ja, genau. Ne? Es sind unheimlich viele Leute drumherum und die Kamera ist wackelig. Es sind sehr, sehr, sehr viele schnelle Schnitte, wo ich wirklich den Überblick verloren hatte und auch im Kino gedacht habe, so, oh Gott, hoffentlich bleibt das nicht den ganzen Film so, dass irgendwie Action-Szenen auf diese Art inszeniert werden, sondern dass man besser den Überblick behalten kann. Ja, ich finde es auch immer schöner, wenn die Kamera drauf fällt und man eine wirklich auschoreografierte Kampfszene hat, als wenn man das irgendwie versucht zu kaschieren mit irgendwelchen Schnitten die ganze Zeit. Ja, genau. Dass denn übermäßig Bewegung in eine Szene reinkommt, die eigentlich schon genug Action hat. Und das habe ich da wirklich das Gefühl gehabt, so okay, hier wird versucht mit viel, viel Bewegung was dramatischer dargestellt, als es eigentlich ist. Und dabei heben sie vielleicht einfach nur einen Schuh hoch. Genau. Und das machen sie aus 5 verschiedenen Kameraperspektiven. Mit 20 Schnitten. Genau. Und denn deswegen wird dem Zuschauer dann ganz schwummerig im Kopf. Und ich finde, diese ganze Wackelei und hier und Action und so weiter wäre gar nicht nötig gewesen, weil der Schwerpunkt der Szene ist die emotionale Entwicklung von Scarlet Witch. Ja. Genau, wie sie das wahrnimmt, wie es sie mitnimmt. Das fand ich viel, viel entscheidender als dieses ganze Gewackel und Action. Also Action haben wir in dem Film ja genug, sodass ich gedacht habe, nehmt euch mehr Zeit für sie. Sie ist gerade die wichtige Person. Und ich fand, sie stand auch wieder schön im Vordergrund. Man hat ihren Konflikt nachvollziehen können, dass sie nicht genau wusste, wie gehe ich jetzt weiterhin mit meinen Kräften um? Ja. Auf welcher Seite stehe ich? Möchte ich mich regulieren lassen? Möchte ich lieber frei sein? Ich fand, sie war eine toll inszenierte zentrale Figur dieses Films. Genauso wie Vision aber auch schon wieder, finde ich. Also der hatte nicht viel Screentime. Aber das, was er hatte, er hat ja nach und nach hat man dann gemerkt, eigentlich Wanda so gesehen zu Hause gehalten, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichtet. Da sieht man aber auch, was Wanda gegen ihn ausrichten kann. Mhm. Sie hat ihn ja bis zum Erdkern runtergeprügelt. Mhm. und ja, ich finde, es ist nicht schön, aber schon krass zu sehen, wie die Helden dann langsam wirklich gegeneinander gesteuert wurden. Mhm. Von außerhalb dann hauptsächlich. Mhm. Ne? Also zum Beispiel auch durch diesen Terroranschlag bei der Rede. Ja, genau. Wo dann Bucky verdächtigt wurde. Genau. Der es gar nicht war. Aber das weiß man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ich finde es auch eine gute Art gewesen, Bucky wieder einzuführen. Ja. Und wieder zu einer Person zu machen, die in dem Team auf irgendeiner Seite festgelegt ist, weil Bucky fand ich ja auch schon bei Captain America immer eine für mich gut funktionierende Figur, deswegen war ich froh, dass er jetzt wieder da ist und auch froh, dass er tatsächlich in diesem Anschlag nicht involviert war, sondern dass er auf der Seite der Guten steht. Aber hätte man das nicht gedacht am Anfang, also das oder hätte man gewusst, dass er es nicht war? Dann hätte es ja niemals diesen geilen Black Panther-Moment gegeben, wo er quasi vorgestellt wird. Ja. Wo er auch bei Cap dann noch diese Kratzer in das Vibranium-Schild da macht. Mhm.
die sind ja bis zum Ende sind die noch da, also wenn man drauf achtet, ne, wo Cap ihm, dem Tony das Schild reinrammt in seine Rüstung, sind diese Kratzer auch immer noch drauf. Finde ich total cool, wenn man so auf Kleinigkeiten so, wenn man das bemerkt. Gut gelungen fand ich auch, ja, den Endkampf, also nicht den ganz Endkampf zwischen Iron Man und Captain America, sondern auf dem Leipziger Flughafen. Ich das gewusst hätte, dass er gedreht wird, ich würde die ganze Zeit kreischend am Zaun stehen. Aber ich wusste es leider nicht. Im Hintergrund immer so eine Störquelle. Oh, können wir hier mal diese Verrückte da irgendwie wegschneiden? Ja, ich meine, da sind die schon mal praktisch vor meiner Haustür und dann weiß ich das nicht. So was Ärgerliches. Auf jeden Fall natürlich erstmal wegen der Location, zu der ich einen Bezug habe, weil es einfach so nah ist. Es ist halt nicht schon wieder New York, wie immer. Wie in den meisten Actionfilmen ist es halt immer irgendwas in New York. Das wurde, glaube ich, in irgendeinem anderen Film mal verarscht. Irgendwie UFOs entdeckt und die sind mal wieder über New York. Wie immer halt. Wo auch sonst. Ja. Diesmal war es halt Leipzig. Und das fand ich sehr interessant, dass es mal da inszeniert wurde. Und obwohl es vergleichsweise wenige Figuren sind, es sind ja praktisch nur unsere Helden aus dem Avengers-Team, ist der Kampf trotzdem bombastisch. Da ist er auch besser geschnitten, finde ich. Ja, fand ich auch. Da so erkennst du auch was, ja, genau. Da hält die Kamera auch drauf, wo die beiden Parteien aufeinandertreffen. Da siehst du auch erstmal ein paar Sekunden so ein bisschen was. Und da ist auch wieder Ant-Man mit am Start. Diesmal auf dem Pfeil von Hawkeye. Und dann im Anzug von Tony. Genau. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, das war eine coole Szene, wo er da drin rummanipuliert. Da fand ich ihn auch, er war ja im Prinzip eigentlich nur in der einen Szene dabei, fand ich ihn auch sehr interessant, weil man gesehen hat, okay, er kann nicht nur klein werden, er kann auch riesengroß werden. Und damit natürlich enorm Schaden anrichten, wenn er es darauf anlegt. Aber hier, ich wusste zwar nicht ganz genau, wie er da jetzt einfach ankommt, er lag ja dann eigentlich nur im Auto. Also wo der eigentlich herkam und was, warum sie ihn jetzt irgendwie, wo sie ihn ausgegraben hatten, weiß ich auch nicht. Er war ja ganz plötzlich da. Er war natürlich cool in dem Kampf inszeniert, das hat mir gut gefallen. Ich weiß tatsächlich, woher. Er in seinem eigenen Teil war er auf dem Avengers Hauptquartier und ist dort auf Falcon getroffen. Ja. Und Falcon hat sich den wahrscheinlich dann gemerkt für das Team. Die mussten ja irgendjemanden finden, der mit in das Cap-Team kommt. Ja. Und Falcon hat den sicherlich organisiert. Vermutlich, dass er irgendwie mit ihm Kontakt aufgenommen hat. Weil so dachte ich so, ah, cool, Ant-Man. Dann dachte ich ja so, kommt denn der jetzt auf einmal her? Könnte ich mir vorstellen. Also kann auch sein, dass es falsch ist. Wenn es falsch ist, schreibt einfach irgendwelche Namen unten in die Kommentare. Ja, genau. Wir sind schon zufrieden, wenn ihr irgendwelche Namen in die Kommentare schreibt. Wir sind sehr einfach glücklich zu machen. Weil bei Spider-Man hat man ja gesehen, wie Tony ihn kontaktiert hat. Und dann war das auch irgendwie völlig logisch, dass er mit dabei war. Ja. Bei Ant-Man war es so, okay, er ist jetzt da und hat cool mitgekämpft. Also das will ich überhaupt nicht kritisieren. Also ich will jetzt irgendwie nicht als Ant-Man-Haterin oder sowas dastehen. Ich fand nur den ersten Film nicht so gut, aber hier war gut inszeniert. Es war auf jeden Fall ein super epischer Kampf auf dem Flughafen. Und dann geht es ja zur Endszene über, wo dann sich Captain America und Iron Man gegenüberstehen und ihre Ansichten bezüglich des Sokovia-Abkommens enorm aufeinandertreffen und sie sich da einfach überhaupt nicht einig werden. Und zusätzlich wird ja auch noch klar, dass Bucky quasi benutzt wurde, um Tonys Eltern zu töten. Und Cap wusste das und hat das aber Tony nicht gesagt. Er wird ja explizit gefragt, wusstest du das? Und er hat einfach nur ja gesagt und kann ich schon verstehen, dass dann Tony ausrastet. Das ist natürlich ein enormer Vertrauensbruch, weil ich sag mal, der Tod seiner Eltern ist für Tony ja so ein entscheidender Einschnitt in seinem Leben gewesen und dass er den Mörder seiner Eltern praktisch vor der Nase hatte und jemand, dem er vertraut hat, ihm diesen Punkt nicht verraten hat, dass das ihn völlig umgehauen hat, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Dass er dann nicht mehr mit Argumenten und rationalen Ideen zu beeinflussen ist, sondern einfach nur noch Rache will, konnte ich in diesem Punkt absolut nachvollziehen. Das sieht man ja auch, dass seine Eltern ihm viel bedeutet haben. An der Szene, welcher Film war das? Ich glaube, das war sogar Iron Man 2, ganz am Anfang, wo er sein Projekt Senf vorstellt. Senf, ja, die Abkürzung. Wo man Erinnerungen nochmal nachleben kann und er zeigt dem Publikum explizit die Erinnerungen von seinem letzten Aufeinandertreffen mit seinem Vater oder so, kurz bevor die wegfahren. Er hätte ja irgendeine Szene nehmen können beim Angeln oder so, ne? Aber ich habe gerade ein Bild vor Augen, Iron Man, der angelt in seinem Anzug.
Und ich schwimme alle um. Das ging leicht, ne? Das ist dann ja quasi, ja, man sieht, dass ihm das sehr mitgenommen hat. Mhm. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss er sich dann auch noch die Bänder angucken, wo man sieht, wie Bucky immer und immer wieder zuschlägt. Und ich glaube, die Mutter erwürgt im Auto. Ja. Ich glaube, den Vater erschlägt er und die Mutter erwürgt er oder umgekehrt. Auf jeden Fall, dass sie beide durch den Autounfall nicht gestorben sind. Sie hätten überlebt und Tony hätte weiterhin viele Jahre mit seinen Eltern verbringen können. Genau. Und dann sieht er halt, dass, wie ihm das genommen wurde. Und da verstehe ich absolut, dass er völlig durchdreht und rot sieht. Also da, ich glaube, das ist so nachvollziehbar für jeden, dass man nicht sagt, ja, so, ach naja, jetzt hätte er aber auch mal drüber nachdenken können, das nicht, ja, machen. Also ich verstehe auch, dass er einfach nur draufhaut. Am Ende sagt er ja auch, ne, das Schild, das gehört dir nicht, das hat mein Vater gemacht. Ja, das Cap ist praktisch nicht verdient, diesen Schild zu haben, weil er ja in irgendeiner Form sozusagen auch noch seinen Vater verraten hat, also Tonys Vater verraten hat, indem er seinen Sohn dann auch noch in diesem Punkt hintergangen hat. Also Und das, obwohl er das Ding benutzt bei Iron Man 1 einfach nur als Unterlegscheibe, damit er ein neues Atom erfinden kann, ein neues Element erfinden kann. Ja. Als Unterlegscheibe so für sein Getränk oder irgendwie so. Ne, er hat doch irgendwie das. Ja, ich weiß, ja. Total geil. Ja, aber man merkt es halt. Und trotzdem finde ich schön, dass Cap dann am Ende ihm dann die Nummer gegeben hat. Mhm. Ich glaube, das Telefon war auch mit dabei, das Klapptelefon. Genau, das Klapphandy da, ja. Wenn was sein sollte, ne, dann bin ich da. Ja. Genau, dieser versöhnliche Unterton von Cap fand ich, muss man ihm hoch anrechnen. Er könnte ja auch sagen, ja, Tony, fick dich, das war's jetzt, ich hau ab. Language. Ja, sagt er, Sprache achten. Ja, danke, Cap. Das war wirklich eine große Geste von ihm, dass er das gemacht hat. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, das war's jetzt mit den Avengers. Ich will Tony nie wiedersehen. Deswegen fand ich diese Versöhnlichkeit von ihm trotz dieser ganzen Konflikte positiv. Ja, auch, kann aber auch absolut Tony verstehen, dass der völlig zerrissen ist erstmal nach dieser ganzen Situation. Ja. Und der Film für mich einfach so gut funktioniert, weil ich alle Charaktere mit ihren Beweggründen nachvollziehen kann. Ja. Und auch Black Panther, ja, durch den Tod seines Vaters. Sein Vater ist gestorben und er will einfach Rache in diesem Moment für diese schreckliche Tat. Für mich ist das alles nachvollziehbar. Mhm. Die ganzen Figuren sind sehr, sehr gut dargestellt. Und auch zu sehen, wie das Team langsam von innen zerfällt, wegen dieser Manipulation von außen, fand ich absolut überzeugend dargestellt. Und die Dramatik des Films hat sich immer und immer weiter aufgebaut und hat sich letztendlich in dieser persönlichen Szene zwischen Tony und Cap entladen. Deswegen fällt mir fast nichts ein, was ich an dem Film kritisieren könnte, bis auf dieses Gewackel am Anfang. Und das ist ja nun wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja, selbst das ist natürlich technisch wahrscheinlich, also ne, einwandfrei gemacht. Mhm. Ist halt vielleicht nicht das, worauf. Also ich mag halt nicht so Michael Bay-Style. Ja, genau. Deswegen eine absolute Guck-Empfehlung für Civil War. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, holt euch auf jeden Fall den Film, streamt ihn, kauft ihn oder was auch immer. Ein großartiger Marvel-Film, den ich mir immer wieder gerne ansehe. Genau, du sagst gar nichts, weil du zeigst nur, du kannst in Zeichensprache machen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film, ja. Genau. Also, was willst du sonst sagen? Also, wir haben ja schon viel gesagt. Also. Genau, wir labern die ganze Zeit ja nur. Wir müssen noch 10 Minuten für die Monetarisierung umbekommen. Ich kann nicht monetarisieren, ich habe zu wenig Abonnenten. Abonniert mich! Oh. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, dann könnt ihr uns helfen, dass wir Geld bekommen. Dann müssen wir nicht mehr immer irgendwie wochenlang denselben Klamotten vor der Kamera sitzen. Ja, dass wir jedes Mal das Lichtsetup genauso wieder hinbekommen. Also. Ja, großartig. Ne? Also es ist nicht so, dass wir das alles hintereinander drehen. Wir treffen uns jede Woche für 10 Minuten, bauen das auf, drehen das und dann bauen wir wieder ab. Ist auch logistisch viel einfacher. Total. Viel besser. Auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, dann sehen wir uns. Ach nee, warte, so. Wir drehen noch. Nimm dein Bier aus dem Bild. Jetzt ist ja gerade das Lustige. Oh. Okay, das war's von dieser Folge. Ich kann schon nicht mehr reden, weil ich nur noch lache. Von dieser Folge des Marvel Talks. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es um Dr. Strange. Und passend dazu macht Jan neben mir auch schon ganz strange Sachen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Jetzt darfst du trinken. Cool.